zum Konditionieren. Seinem Verstand wird jetzt einprogrammiert, dass er eine Tat ausführt. Und bevor die nicht getan ist, kommt er nicht raus. Jedes Mal, wenn er versucht, aus der mentalen Zelle auszubrechen, die wir schufen, fangen wir einfach den Kreislauf wieder von vorne an. Und zu welcher Tat haben Sie ihn konditioniert? Zu töten. Steed wird jemanden umbringen. Und wie lange noch? Eine Stunde, vielleicht zwei. Kommt drauf an, wann Steed da rausgeht. Oder ob er geht. Er wird gehen. Wohin? Jetzt, wo seine Ferien vorbei sind, kann er nur zu einem gehen. Mutter. Los, mach mir eine Tasse Kaffee. Falsch liegen, Lisa. Womit wohl? Damit, dass ich nicht gefährlich bin. Dann versuchen Sie doch mal was. Das werde ich, wenn ich soweit bin. Wann immer Sie wollen. Wissen Sie, Sie können nicht sagen, ob ich meine Hände frei habe oder nicht. Das würde Ihnen nichts helfen. Ach, ich weiß nicht. Irgendwann müssen Sie mich aus den Augen lassen. Und es dauert nur eine Sekunde. Dann werde ich den Strick so anziehen, dass Ihre Finger blau werden. Sehen Sie sich dieses Foto an. Das ist ein Mann, den Sie gut kennen, Steed. Konzentrieren Sie sich auf ihn. Dieser Mann ist Ihr Feind. Ihr Feind. Ihr... Sie werden alles vergessen, bis Sie dieses Lösungswort hören. Das Wort heißt Bacchus. Bacchus. Konzentrieren Sie sich, Steed.